Hallöchen zum heutigen Pickups-Video. Diesmal haben wir uns geholt Indiana Jones and the Last Crusade, das Action-Game für das Sega Master System. Und was das ist, da schauen wir mal rein. Ja, wer hätte gedacht, es ist ein Jump'n'Run, also wie fast jedes Spiel fürs Master System vermutlich. Ja, und jetzt auch nicht das schlechteste Jump'n'Run, was man spielen könnte. Oder wahrscheinlich auch nicht das Beste. Oh, schauen wir uns mal den Zustand an, was ich da gekauft habe. Also wunderschön die Laschen, das ist mir mal wichtig, ansonsten tausche ich die Höhle natürlich aus. Aber die Lasche war natürlich dran, das alleine macht es mir 2 bis 3 Euro wert. Das Ziel ist sogar noch, zwar beschädigt, aber ist dran. Und ja, für eine super Hülle alleine kann man schon mal 2 bis 3 Euro zahlen. Das Cover, für ein Indiana Jones Cover, finde ich das Cover in einem sehr guten Zustand. Meistens, wenn man es findet, ich weiß nicht, warum es bei Indiana Jones immer so ist, muss irgendwie was mit dem Druck zu tun haben, das ist durchschnittlich richtig schrecklich ausgeblichen meistens. Ja, aber das hier ist an keiner Stelle irgendwo ausgeblichen, das ist schon mal schön. Man sieht unten so eine ganz leichte Vergilbung. Aber keine Einrisse, auch nichts umgeknickt, sonstiges. Wie gesagt, für ein Indiana Jones Cover kurioserweise ziemlich gut. Wenn ihr euch damit ein bisschen auseinandersetzt habt, wisst ihr, ist leider tatsächlich so. Jetzt kommt das Manko. Tja, keine Anleitung. Wusste ich schon, aber für einen Fünfer habe ich gesagt. Ich wollte es sowieso haben, nehme ich es mit. Schauen wir uns mal das Modul an. Das Modul sieht auch ziemlich gut aus. Nicht perfekt, das werdet ihr dann hinten sehen, aber hier sieht es schon mal ziemlich top aus. Ja, wie gesagt, schon 5 war. Ich wollte sowieso haben. Damals habe ich es geschenkt bekommen von meinem Kumpel Erik. Hab's dann später leider nicht mehr gehabt. Und da seht ihr die kleine Abnutzungsspur. Ja, wie habe ich es bewertet für meine Sammlung? Die Hülle natürlich eine 1,0, da gibt's gar nichts zu rütteln. Das Cover, weil es unten so ein bisschen diese Vergilbung hat, habe ich gesagt, okay, eine 1,7. Der Zustand vom Modul aufgrund hinten der Abschabung, aber vorne sah es noch gut aus, habe ich gesagt, eine 1,3 und natürlich die Anleitung nicht abgegeben, also 6,0. Vielleicht hat ja einer von euch die Anleitung, sogar hier rumzuliegen und will die unbedingt loswerden in einem 1er-Zustand oder 2er-Zustand. Unwahrscheinlich von einem Master-System ohne Anleitung kaufen. Ist natürlich immer doof, aber naja, ich wollte es halt haben und für das Geld hätte ich es jetzt auch nicht liegen lassen. Alleine, wie gesagt, das Cover, das kann man schon mal gebrauchen, weil wenn ich mal irgendwann nochmal einen Spender kaufe für die Anleitung, wird vermutlich das Cover ausgeblichen sein. Ja, ohne Anleitung und also so in etwa so wie ich das hier zu liegen habe, also nur Modul und Hülle, ging bei eBay in den letzten 60 Tagen nur einmal weg. Und zwar hier in Österreich für 12,60 Euro lag ich also mit meinem 5er noch ziemlich gut. Kann ich mich also auf keinen Fall beschweren. Und in einem, ja, also identisch auch ohne Anleitung, wenn man es jetzt per Sofortkauf kaufen wollen würde, müsste man, wie man hier sieht, etwa 14 Euro rechnen, inklusive Versand. Ja, also, ich, wie gesagt, beschwere mich da mit meinem 5er nicht. Ich muss allerdings noch irgendwann mal ein Upgrade machen. Naja, egal. Kein Problem. Ja, ich freue mich über Kommentare und haut in die Tasten. Bis zum nächsten Pickups-Video. Euer Nobby.